So, das Urlaubsjahr 2018 kann beginnen. So, nur zwei, drei Stunden, dann geht der Flieger endlich in den Urlaub. Den ersten in diesem Jahr. Könnt euch überraschen lassen, wo es dieses Jahr hingeht. Denn es ist ein Ziel, wo ich bis jetzt noch nicht war. Und bin selbst gespannt, wie es dort wird. Später mehr. Willkommen auf Madeira-typischen Strand. Gibt zwar nicht viele, sind ziemlich selten, aber sie gibt es. So, zum Strand kann man laufen, fahren oder eine Gondel nehmen. Die Hauptstadt Madeiras ist zwar von meinem Hotel aus gesehen circa 10 Kilometer, aber es fahren auch, ich sag mal, halbstündlich Busse dahin. Wenn man sich vorher im Hotel informiert bzw. anmeldet, je nach Hotel, kriegt man die Busfahrt sogar gratis. Also auf jeden Fall bestimmt ein Ausflug wert, weil dort liegen auch, sieht man jetzt nicht so mit dem Objektiv, zwei Kreuzfahrtschiffe gerade. Einmal, so wie ich das mitgekriegt habe, die AIDA und noch eins. Einige werden sich fragen, wieso ich zum Teufel so einen Weg hier laufe, um eigentlich nichts zu sehen, bis auf ein paar Felsen etc. und Wasser. Ja, ganz einfach. Geocaching macht süchtig. Hier ist ein Earthcache. Damit möchte man den natürlich mitnehmen. Der Weg ist nicht gerade optimal. Nass und mit Moos. Also ziemlich rutschig. Trotz guter Schuhe. Naja, muss man natürlich aufpassen. Hier hinter mir sieht man ganz schön, wie die Insel entstanden ist. Dass es eigentlich nur eine reine Vulkaninsel ist wie die Ghanaren. Ziemlich schroff das ganze Gelände. Hier sieht man schön schichtweise, wie das Lava immer fester wurde und Schicht für Schicht sich aufgebaut hat. Hier an den Strand zu kommen, muss man gut 400 Meter absteigen. Man kann entweder eine Gondel fahren oder man kann laufen oder man kann auch das Auto nehmen, die Straße. Aber ich glaube, freiwillig läuft das hier keiner so wirklich im Sommer. Der frühe Vogel fängt der Wurm. Heute startet meine Tour, Osttour, Madeira, Rundreise. Gucken, wie es wird. Hinterher erfahrt ihr mehr. Oh.
was hier so gemacht wird. Ja. Oberwaffen geil. Lang nicht mehr gefahren. Oh, jetzt kommt Oma. Jetzt los. Meine Liebe. Ich liebe Leipzig Straße. Wunderbar. Das ist der höchste Berg, kann man schon mit Auto fahren. Der 1810 Meter ist die höchste Straße. Und der ist der Gebiet von Madeira hier genau. Landwirtschaft war es. Und da steht der Adlerfels. Da vorne. Das ist schon wieder meine Schwiegermutter Karawane. Sie haben das Haus kaputt abgestürzt. Sie lebt jetzt in Karawane. Gehen wir zu sehen raus. Okay? Mama sehen, was passiert mit dieser Mutter. Hälfte der Tour wäre geschafft, Mittagessen vorbei, das Essen, naja, sage ich mal, Massenabfertigung, war aber im Preis inbegriffen, also halbwegs okay. Hätte ich selber bezahlen müssen, hätte ich mich schwarz geärgert, also sollte jemand die Tour machen, Osttour, nimmt's Essen nicht. Entweder nehmt ihr euch sowas zu essen mit oder geht woanders hin, also da, wo das stattgefunden hat, würde ich nicht empfehlen. So, kleiner Spaziergang bzw. Verdauungsspaziergang, ein Döschen gesucht natürlich als Kescher. Ja, jetzt wird eine kurze Siesta eingelegt und dann geht's weiter mit der Tour.
auch zu Cristiano Ronaldo auf dem Kaffee. Oder wirst persönlich von ihm eingeladen. Hundeschall einmal rauf, Aussicht kurz genießen und wieder runter. Aussicht ist schon genial, allein schon auf der Fahrt. Nicht mal eben so 2-3 Minuten da, sondern man fährt doch schon ein paar Minuten hier rauf. Aussicht ist schon beim herrlichen Wetter genial, wie man sieht. Also auf der Karte sieht Hundeschall ziemlich klein aus, aber wenn man wirklich hier vor Ort ist, ist das schon ziemlich groß. Und da hinten wurde Cristiano Ronaldo geboren. So praktisch da. Da sehen ist der Hafen bzw. die Hafeneinfahrt für Funchal. Und jetzt schwenken wir rüber mal, um Funchal komplett mal aufzukriegen. Was heißt komplett? Das, was man so aus dem Hafenbereich sieht. Also wie man schon sieht, ist es schon ziemlich hügelig, ziemlich groß und weitläufig. Heute Morgen waren wir mit der Bahn da ziemlich da weit oben. Ungefähr da. So, das war ein kurzer Einblick ins Funchal auf der Insel Madeira. Sollte man außerhalb von Funchal ein Hotel haben, ist es auf jeden Fall ein Ausflug wert, hier hinzukommen. So, heute startet die Westtour der Rundreise. Erster Stopp, kleines Fischerdörfchen. Auf jeden Fall wird es ein lustiger Tag, da ich den gleichen Busfahrer habe wie auf der Osttour. Und das war schon sehr lustig mit ihm. So, wir kommen auf den höchsten Klippen von 580 Metern. Nichts für schwache Nerven. Denn, ihr seht gleich, wieso, die Schwindelfreiheit ist hier vorausgesetzt. Weil wir keine Wälder wie das ursprünglichen Wald von Madeira hat, das hat Madeira so trocken gewesen wie die Kanarische Insel gewesen. Ne? Es wäre auch sehr intensiv eine Möglichkeit, dass eine Insel auch viermal der Welturlaubsinsel ist und Gewinner als Gold ersten Preis gehabt, ne? In den letzten 4 Jahren. Und Madeira hat gewonnen 4-mal.
beste Urlaubsinsel der Welt. Über 300 Inseln. Ne? Dann ist einmal... geht mal zu Ende. Das ist eigentlich der letzte Eintrag oder vorletzte. Vielleicht gucken, ob ich am Flughafen noch was zu fixen habe. Aber so weit war es da von dem Urlaub auf Madeira. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von Madeira. Mir persönlich gefällt es besser als die Kanaren. Wer auf den Kanaren war und die Kanaren mag, der wird Madeira lieben. Allein schon, es ist so ein Mix zwischen Kanaren und Dschungel, kann man sagen, weil es ist sehr, sehr grün hier. Und obwohl, dass wir jetzt erst Januar haben, also wie gesagt, Insel des Frühlings. So, das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich bis Mai, Juni. Wo es hingehen wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Entweder Richtung Osten oder Westen, das heißt entweder Richtung Asien oder Richtung Mexiko irgendwo oder vielleicht ganz was anderes. Kommt darauf an, was mein Chef mit meinem Urlaub macht oder sagt. Und wenn er mir den so gibt, ist momentan der Stand der Dinge Mai, Thailand. So, bis Mai dann. Achso, jetzt hätte ich was ganz vergessen. Schönen Gruß von Lara, der Frog. Die alle Cacher unter euch werden wissen, was das hier ist. Das ist das Geocaching-Maskottchen für die, die es nicht wissen. So, bin dann weg. Macht's gut, ciao.